Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen und die Plätze einzunehmen, denn wir haben ein Ergebnis über den zweiten Wahlgang eines Vizepräsidenten des Hessischen Landtages. Ich will die Niederschrift verlesen. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 133. Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 131. Zahl der abgegebenen Stimmzettel 131. Zahl der gültigen Stimmzettel 131, das heißt 0 ungültige Stimmen. Spricht für eine enorme Lernfähigkeit im Hause. Auf den Vorschlag Dirk Garf entfielen 27 Ja-Stimmen, 104 Nein-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, dass damit auf den Vorschlag Dirk Garf die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages nicht entfallen ist. Ich frage nach, Herr Kollege Lambrou, ob ein dritter Wahlgang gewünscht wird. Sehr geehrter Herr Präsident, ich beantrage hiermit im Namen der AfD-Fraktion einen dritten Wahlgang. Der Kandidat ist nach wie vor Dirk Garf und wir möchten auch nach wie vor geheime Wahl haben. Herzlichen Dank, Herr Lambrou. Ich darf fragen, ob für diesen dritten Wahlgang neue Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen werden. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich zum dritten Wahlgang auf. Auch hier ist geheime Wahl gewünscht. Es erfolgt ein dritter Wahlgang, in dem die relative Mehrheit entscheidet, das heißt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Ablauf ist der gleiche, und ich darf bitten, mit dem Namensruf zu beginnen. Namensaufruf zu beginnen. Kollege Utter beginnt. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Dirk Bamberger. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Elke Barth. Alexander Bauer. Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert, Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser,
Martina Feldmeier. Thorsten Felstehausen. Carina Fissmann. Hildegard Förster-Heldmann. Jürgen Frömmrich. Sandra Funken. Klaus Gagel. Dirk Kaaf. Kerstin Geis. Nadine Gersberg, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kaseckert. Frank-Peter Kaufmann. Kaya Kinkel. Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz,
Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Yankee Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günther Rudolph. Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Jan Schalauske, Marion Schardt-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismael Tippi, Oliver Uhlert, Tobias Utter, Joachim Fey-Hellmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter,
Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler und Thorgut Yüksel. Ich darf fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ob jeder die Möglichkeit hatte, seinen Stimmzettel abzugeben. Ist jemand da, der noch nicht gewählt hat, aber wählen möchte? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann ist die Wahlhandlung geschlossen, und ich bitte die Stimmzähler, die Stimmen auszuzählen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder die Plätze einzunehmen. Ich möchte Ihnen gerne im dritten Wahlgang für die Wahl eines weiteren Vizepräsidenten des Hessischen Landtages die Niederschrift verlesen. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 133. Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 130. Zahl der abgegebenen Stimmzettel 130. Zahl der gültigen Stimmzettel 129. Zahl der ungültigen Stimmzettel 1. Also der Lerneffekt hat nur kurz angehalten. Auf den Vorschlag Dirk Garf entfielen 28 Ja-Stimmen und 101 Nein-Stimmen. Stimmenthaltungen hat es nicht gegeben. Ich stelle fest, auf den Vorschlag Dirk Garf ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages nicht entfallen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes angelangt.